Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raw Freihaus. Heute ein Künstlergespräch mit Henrik Spohler. Er ist Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Berlin, lehrt dort Fotografie und lebt in Hamburg. Ja, Henrik, herzlich willkommen. Danke, dass du die Zeit für uns gefunden hast. Wo finden wir dich gerade? Wo treffen wir dich gerade an? Ich bin jetzt gerade in meinem Homeoffice in Hamburg. Deine Werkreihe, die wir in der Ausstellung haben, The Third Day, hat ein biblisches Motto, hat letztendlich zumindest im Titel einen biblischen Bezug. Wie kommt es dazu? Ich fand den Titel eigentlich ganz charmant, weil es natürlich um den dritten Tag der Schöpfung geht. Also dort, wo der Allmächtige das Land und das Wasser geteilt hat und die Grünpflanzen auf diesen Planeten gebracht haben soll. Und heute leben wir ja in einer Welt, wo eigentlich der Mensch selbst zum Schöpfer geworden ist, wenn er, ich sag mal, die profitabelsten Pflanzen mit Gentechnik oder durch komplexe analoge Kreuzungen selbst herstellt. Und das Land ist ja eigentlich zu einem industriellen Produktionsort geworden. Und das ist sozusagen der Gedanke, der mich interessiert hat, als ich diese Serie begonnen habe. Diese Serie besteht ja an vielen Stellen aus Landschaften verschiedenster Art, aus Landschaften, die wirklich eine Landschaft sind, teilweise aus künstlich hergestellten Landschaften, teilweise auch wirklich nur noch aus Strukturen von grafischen Landschaften. Wie würdest du den Bezug zur Landschaft generell in deiner Fotografie, in deinen Werken sehen? Ja, da muss man so ein bisschen zurückgehen zum Begriff der Landschaft. Also der Begriff der Landschaft ist noch Mitte des 16. Jahrhunderts nicht so verstanden worden wie heute. Das ist eine Bezeichnung einer Region gewesen, eines Landstriches, also eine geografische Beschreibung. Und erst Ende des 16. Jahrhunderts und dann im 17. Jahrhundert in den Niederlanden hat sich der Begriff der Landschaft herausgebildet, so wie wir ihn heute verstehen, nämlich als ästhetische Gattung. Und diese ästhetische Gattung, die führt bei uns natürlich auch zu einer gewissen Vorprägung. Also wenn ihr durch Worpswede geht, in die Landschaft schaut, dann erfreut ihr euch an dem, was ihr da seht. Aber machen wir uns nichts vor. Das, was uns in Deutschland generell umgibt, ist natürlich eine Landschaft, die komplett durch den Menschen geformt ist. Und zwar in fast allen Regionen. Das beginnt erst einmal mit der Jungsteinzeit, wo die Menschen also Wälder gerodet haben und Feldwirtschaft betrieben haben. Das endet dann erstmal vorläufig im Dreißigjährigen Krieg, wo dieses Land fast komplett entwaldet worden ist, aufgrund dieser kriegerischen Verheerung. Und das setzt sich natürlich heute fort. Was mich jetzt in diesem Projekt aber sehr stark interessiert hat, ist, wie diese Flurbereinigungsmaßnahmen aus den 70er, 80er, 90er Jahren, wie die Landschaft geformt haben und wie dieses monetäre Verhältnis, das der Mensch entwickelt hat zur Pflanze, wie das wiederum zur Landschaftsformung führt. Also auf der einen Seite haben wir natürlich paradiesische Zustände an der Gemüsetheke, wo wir zu jeder Zeit jedes Obst, jedes Gemüse kaufen können, egal ob das jetzt die Tomate ist, die in den Niederlanden produziert ist oder in Südspanien oder ob das die Kiwi ist, die einmal aus Israel und einmal aus Peru kommt. Und diese paradiesischen Zustände bei uns im Verkauf haben natürlich ihre Kehrseite dort, wo Landschaften geformt werden. Und um diesem romantischen Landschaftsbild, was wir alle in uns tragen, um dem einfach mal etwas entgegenzusetzen, bin ich an die Orte gefahren, wo also sehr massiv Landschaft verändert wird durch die Produktion von Pflanzen, durch die Produktion von Pflanzen, die Nahrungsmittel herstellen. Also das begann zum Beispiel in der Nähe vom Zwischenahner Meer, wo ich durch ein Areal gefahren bin entlang der Autobahn, wo ich gedacht habe, ich muss eigentlich in Italien sein. Das kann jetzt nicht Norddeutschland sein, weil dort Bäume angepflanzt worden sind, die eigentlich nichts mit unserer Region zu tun haben. Und dann bin ich dort mal ein bisschen weitergegangen, habe mir die Bepflanzung angeschaut und das war sozusagen für mich diese Beobachtungen in einer norddeutschen Landschaft, wo ich gemerkt habe, da sind Regionen, die sind so weit vom Menschen auch künstlich gegenwärtig drapiert, dass es für mich ein Thema sein kann. Diese Künstlichkeit dieser Landschaften, die setzt sich ja durchaus auch bildsprachlich in dieser Reihe fort. Wie würdest du generell das bildsprachliche Konzept dieser ganzen Geschichte beschreiben? Wie würdest du da dein fotografisches Konzept dahinter beschreiben? Also in fast allen meinen Projekten arbeite ich menschenleer. Und das ist natürlich erstmal eine besondere Herausforderung für den Betrachter. Das heißt, der Betrachter bekommt etwas vorgesetzt, was keinen Protagonisten enthält. Also anders als in der Romantik bei Caspar David Friedrich, wo der Mensch als Maßstabsgeber mit auftaucht und in Verhältnis gesetzt wird,
gibt es bei mir keine Menschen, aber der Mensch ist natürlich in all dem, was da gezeigt wird, in jeder Pore präsent. Und diese antiseptischen Landschaften, die sicherlich auch gerade in Worpswede mit der Geschichte der Landschaftsmalerei dort Anfang des 20. Jahrhunderts, also ich denke mal, dass man gerade auch in Worpswede etwas abgestoßen sein kann von den Landschaften, die ich fotografiert habe. Aber was ich da fotografiere, ist letztendlich einmal der Umgang mit Umgebung und diese sehr geometrischen Strukturen, die sich da zeigen, spiegeln natürlich auch unsere Denkstrukturen wider. Also die Denkstrukturen der Agraringenieure, die mitunter mit GPS-gesteuerten, präzisen Werkzeugen arbeiten und jeden Quadratmeter auf einem Hektar ausnutzen, um nutzbar zu machen. Ist das politische Fotografie, was du machst? Am Ende ja. Also es ist eine Mischung. Auf der einen Seite sehe ich schon den Inhalt, der mich motiviert. Auf der anderen Seite versuche ich den Bildern auch eine eigene Ästhetik zu geben. Also ich bin ja nicht verurteilend, dass ich etwas zeige und es sozusagen nur in eine schwarze Richtung deuten möchte, sondern ich sehe auch die Ambivalenzen. Also ich zähle als Konsument natürlich auch zu denjenigen, die sich gerne niederländische Tomaten um diese Jahreszeit kaufen, weil die auch unheimlich lecker sind. Und ich glaube, mir ist es wichtig, diese Ambivalenzen herzustellen. Deshalb gibt es auf der einen Seite gibt es diese sehr eigene Ästhetik, die ja sehr bleich ist in den Farben. Man hat das Gefühl, als würde die Temperatur auf den Bildern, das, was da gezeigt wird, als wäre das ein kleines bisschen zu trocken und als wäre es ein kleines bisschen zu heiß. Zum Beispiel in Kalifornien hat man das Gefühl, das müsste einfach eine trockene Wüste sein. Kann da überhaupt was wachsen? Und das sind natürlich auch Fragestellungen, die ich mit der Ästhetik gerne verbinde. Also wie viel Wasserverbrauch gibt es da eigentlich und dieser Duktus des Zukünftigen, des eigentlich nicht ganz realen durch diese leichte Entsättigung und dass die Bilder ein kleines bisschen zu hell sind, das ist schon alles sehr gesetzt. Das hat ja letztendlich auch gerade so eine etwas dystopische Wirkung. Du hast es ja eben gerade schon angedeutet, dass das teilweise auch schon ästhetisch in diese Richtung geht. Siehst du da jetzt auch gerade eine besondere Aktualität in der momentanen politischen Situation und vor allen Dingen in der momentanen Weltsituation, die wir gerade so haben in Zeiten von Corona, dass deine Fotografie da eine besondere Aktualität gewinnt? Naja, man kann jetzt natürlich alles dann in den Mahlstrom der Corona-Krise mit hineinziehen. Also ich arbeite ja seit dem Jahr 2000 arbeite ich an Projekten, die, ich sag mal, neue Technologien und die Folgen auf Umwelt und Gesellschaft behandeln. Das begann 2000 mit einem Projekt über die damals relativ neue Dateninfrastruktur fürs Internet, also die Basis für die Informationsgesellschaft. Diese Serverräume habe ich im Jahr 2000 fotografiert. Danach habe ich die Vernichtung von Arbeitsplätzen durch neue Technologie in Industriestandorten in Deutschland thematisiert. Also auch etwas, was man heute mit Internet 4.0 und Industrie 4.0 beschreiben würde. Danach eben der dritte Tag, die Industrialisierung der Landwirtschaft global. Im Anschluss daran In Between, also eine Serie über den weltweiten Warenstrom, über weltweite Logistik, über Häfen, Flughäfen, dieser Wahn, dass wir uns zu jedem Zeitpunkt eigentlich mit allen Waren umgeben können, egal wo wir auf diesem Erdball unterwegs sind. Und all diese Themenfelder interessieren mich deshalb so stark, weil wir sprechen ja hier über perfekte Ingenieurwelten auf der einen Seite. Also das ist das Utopia, ich sag mal, des modernen Homo sapiens, dass wir uns eine Zivilisation bauen, die technisch mit der Verwendung oder Verschwendung von Ressourcen dem Menschen eigentlich alles zur Verfügung stellt. Und auf der anderen Seite, und da setzt eben auch meine Balance ein, sehe ich schon diesen dystopischen Aspekt, wo ich merke, ja, wenn ich 14 Tage lang durch die USA für dieses Projekt The Third Day fahre und ich habe nur den Fokus auf Farmland, auf Ackerland, dann habe ich das Gefühl, diese Erdoberfläche hat sich schon sehr, sehr massiv verändert durch den Menschen. Natürlich könnte ich auch nebenbei in den Nationalpark gehen, in Yosemite Nationalpark und mir wunderschöne Natur angucken. Aber ich glaube, dass die globalen Folgen durch unser wirtschaftliches Handeln des letzten halben Jahrhunderts, dass die massiv spürbar werden. Und da kann man natürlich jetzt in die Klimakrise gehen und kann sagen, ja,
Die gibt schon ungefähr, die Ursachen dafür liegen ein bisschen länger zurück, vielleicht zu Beginn der Industrialisierung. Da kann man jetzt zur Corona-Krise gehen und sagen, ja, das ist auch eine globale Krise, die es Menschen verursacht, weil der Mensch eben so stark in die Natur eingegriffen hat, dass sich Viren, die bisher dort isoliert waren, in Ökosystemen jetzt einfach auch in Richtung auf unsere Zivilisation uns auswirken. Das kann man sagen, aber meine Bilder sind jetzt nicht, ich würde sagen, nehmen jetzt nicht Bezug auf die Corona-Krise konkret. Also das war nicht intendiert. Ich würde gerne nochmal zum Abschluss ein bisschen auch in die ästhetische Richtung und in die Frage von Ästhetik in der Kombination oder auch in der Konfrontation zum technologischen Fortschritt, zu dem kommen, was wir hier jetzt letztendlich auch gerade betreiben. Wir haben hier gerade geschlossene Museen, wir haben jetzt gerade letztendlich RAW frei Haus mit unseren Ausstellungen online, gehen letztendlich mit einer technologischen Ebene eigentlich zwischen den Betrachter und das eigentliche Werk. Wie bewertest du das? Also ich finde, das ist das einzig Richtige, was ihr machen könnt in dieser Situation. Ich meine, wir sind jetzt alle sozusagen in einem kompletten Ausnahmezustand. Ich finde es wunderbar, dass ihr wohl diese tolle Initiative für dieses Festival jetzt zum wiederholten Mal auf die Beine stellt, dass ihr eine Schnittstelle konstruiert zwischen teilnehmenden Fotografinnen und Fotografen und den Zuschauern. Also ich hoffe auch, dass durch mein Interview, dass vielleicht ein kleines bisschen die Distanz aufgehoben wird und dass man einfach so einen Videomitschnitt benutzen kann, und vielleicht den Zuschauerinnen und Zuschauern die Dinge ein bisschen näher zu bringen, die ich da fotografiert habe. Ja, ganz herzlichen Dank für den Einblick in deine Arbeit, in deine Arbeiten. Wir hoffen natürlich auch, dass unsere Besucherinnen und Besucher das Ganze noch live sehen können und dass wir dich hier auch noch live begrüßen können. In diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank und vor allen Dingen, bleib gesund. Danke, herzlichen Dank an euch. Alles Gute für euch. Tschüss.